Zukunft der Automobilindustrie in Bayern, berufliche Bildung, Schutz natürlicher Ressourcen und Förderung erneuerbarer Energien. Die Winterklausur der Freie Wähler Landtagsfraktion in Straubing hatte gleich mehrere landespolitisch bedeutende Schwerpunkte zu bieten. Der parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring erklärt, warum seine Fraktion den Umwelt- und Klimaschutz in Bayern in den Mittelpunkt rückt. Es ist über das Wahlverhalten dokumentiert, dass die Menschen in Bayern die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit in besonderer Weise im Herzen liegen. Wir wollen deshalb als Regierungspartner die besseren Grünen sein. Wir wollen uns nicht erschöpfen in emotionalen Beschreibungen der Herausforderungen und Probleme im Bereich der Umweltpolitik, sondern wir wollen Lösungen anbieten. Deshalb haben wir diese Klausur auch auf das Thema Nachhaltigkeit zugespitzt und haben mit der Idee, die 800 Millionen Strafzahlungen von Audi zu verwenden für Fragen der Umwelt, der Nachhaltigkeit, der Mobilitätswende, denke ich auch einen diskussionswürdigen Pflock gesetzt, um da tatsächlich nicht nur drüber zu reden, sondern auch Lösungen auf den Weg zu bringen. Konkret sollen die Strafzahlungen in eine noch zu gründende Umweltstiftung fließen. Wie sich Umweltsanktionen künftig vermeiden lassen, zeigte ein Besuch im BMW-Werk in Dingolfing. Umweltminister Thorsten Glauber begrüßt, dass die Unternehmensführung dort zunehmend auf Elektro- und Hybridtechnologien setzt, sieht aber noch weitere Potenziale. Uns ist ganz wichtig als Freie Wähler, dass wir nicht nur auf eine Technologie setzen. Es sind ganz verschiedene Möglichkeiten. Es ist sowohl der Wasserstoff wie die Batterie, wie auch Gase, die erneuerbar sind, die als Antrieb dienen können. Und wir wollen den Wettlauf der Technologien, aber deshalb auch die Förderung. Es macht wenig Sinn, wenn wir die Elektromobilität hernehmen, dort kein Tankstellennetz, kein Ladenetz, keine Ladeinfrastruktur zu haben. Man muss schnell laden können und man muss letztendlich auch entsprechende Reichweiten umsetzen können. Dann ist erst Elektromobilität wirklich marktfähig und das ist das, was der Freistaat unterstützen muss. Mehr Unterstützung verdiene auch die Forschung zum Umwelt- und Klimaschutz, wie sie in Straubing etwa am Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe betrieben wird. Bei einem Besuch der Einrichtung informierten sich die Abgeordneten über die Anwendungsmöglichkeiten nicht fossiler Rohstoffe und deren Rolle bei der Energiewende. Außerdem berieten die Freien Wähler während ihrer Klausur über die Zukunft der beruflichen Bildung. Der stellvertretende Ministerpräsident und Freie Wähler-Abgeordnete Hubert Aiwanger erklärt, dass es viele unbesetzte Lehrstellen, gleichzeitig aber viele junge Arbeitslose gebe. Diesen Widerspruch müsse die Politik angehen. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, wir müssen die berufliche Bildung deutlich stärken. Das heißt, erstens mal im Ansehen. Ein Handwerksmeister, ein Unternehmer ist im Sozialprestige, ist auf sozialer Ebene nicht schlechter zu sehen als ein Akademiker. Beides brauchen wir, beide Berufsfelder, beide Gesellschaftsgruppen wollen wir unterstützen. Wir brauchen auch mehr Praxisbezug in den Schulen, müssen die berufliche Bildung natürlich draußen weiter in die Fläche rollen, müssen hier die Schüler noch mehr mit der Berufswelt in Kontakt bringen, damit wir auch in der Arbeits- und Berufswelt von morgen neben den Akademikern auch wieder mehr Praktiker, Unternehmer und Firmengründer haben. Das ist nötig, damit der Wirtschaftsstandort Bayern weiterhin attraktiv ist. Die solle unter anderem durch eine engere Verzahnung der beiden Freie Wähler-Ministerien für Wirtschaft und Bildung erreicht werden. Das ist eines von vielen Ergebnissen, die während der Klausur erzielt wurden. Auch deshalb zieht der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel nach den dreitägigen Beratungen eine positive Bilanz. Also es war eigentlich eine sehr harmonische und gelungene Klausur. Also es war die erste Klausur als Regierungsfraktion und das hat man schon gemerkt. Also und gerade die neuen Abgeordneten, die haben sich super eingebracht und man hat gemerkt, man wächst jetzt hier auf der Klausur schon zusammen und es wird eigentlich ein richtiges Team. Nun gelte es, die Vereinbarungen des Koalitionsvertrages sukzessive umzusetzen. Was die Freien Wähler als Opposition gefordert hatten, wollen sie jetzt als Regierungsfraktion auch einlösen. Unterstützung für Familien, Stärkung des ländlichen Raums und lokale Wertschöpfung werden Sie im neuen Jahr zum Maßstab für Ihr Regierungshandeln machen.